Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir folgen hier gerade unserer Ute. Einer unserer Utes, die fährt gerade Richtung Faisalabad zum Hauptbahnhof da hinten. Und Franz hatte einen guten Hinweis für mich. Ich habe es komplett übersehen. Wir haben letztes Mal diese S-Bahn eingesetzt. Die kann 140 km/h schaffen, aber die Gleise sind natürlich nur für 120 km/h ausgelegt. Ich werde mich also jetzt ganz kurz hinsetzen und die Gleise alle aufwerten. Und dann machen wir weiter. Heute gibt es nämlich den Startschuss für die U-Bahn. Oh je. Ja, bis gleich. So, Ute kann jetzt glücklich schnell fahren. Oh. Ah, was haben wir denn hier? Liebe Leute. Die Geraldine. Die habe ich hier komplett aus den Augen verloren, Mensch. Die Geraldine. Ich hatte die ganze Zeit nur gedacht, wir haben nur noch eine Dampflok auf der Lok, die Wilhelmine. Aber nein, die Geraldine ist auch noch da. Wollen wir mal gucken, wie es ihr so geht. Wir fangen heute noch mit der U-Bahn an, ich verspreche es. Unterhalt normal. Ah ja, komm. Junge Dame, also. So geht das ja nicht. Ich darf natürlich weiterfahren. Guck mal, wie alt sie ist. 45 Jahre. Ach, das geht ja eigentlich. Gut, das zählt nichts. Ich habe ja zwischendrin auch mal wieder langsamer laufen lassen und schneller laufen lassen. Also, das sagt gar nichts aus. Gefühlt ist sie schon ewig im Dienst. Wir gucken gerade noch zu unserer Wilhelmine. Interessant, witzig. Geraldine und Wilhelmine. War so nicht geplant, dass es die beiden letzten Dampfloks sind. Da ist sie ja. Hier. Die ist also wirklich. Die ist wirklich uralt. Die ist schon von Anfang an fast schon mit dabei gefühlt. Schnauft da rum, macht ordentlich Verluste. Eieieiei. Ja, ordentlich. Wir müssen eigentlich auch mal gucken, was damit los ist. Komm, kriegst erstmal eine kleine Verjüngungskur hier. Soll sie noch ein bisschen mehr kosten. Die darf natürlich weiterfahren auch. Auch wenn sie keinen Gewinn macht. Gut, also die holt eigentlich Ziegel von hier ab. Allerdings nicht so viele. Die Wilhelmine. Was ist das für eine? Sag mal her, junge Dame. Das ist diese hellgrüne, frühlingshafte Linie. Mit 38 Ziegeln. Das ist ja mal gar nichts. Ja, das ist wirklich nicht sehr viel. Keine Ahnung, warum hier so wenig nur für Omsk an Ziegeln abgelegt werden. Das war früher mal deutlich mehr. Also zu uralten Zeiten wahrscheinlich noch. Gottes Willen. Oh Gott, okay. Vielleicht können wir die Wilhelmine ein bisschen entlasten. Wir nehmen ihr ein paar Waggons ab. Ja, es ist halt ein sehr kurzer Zug, aber ich würde sagen, lassen wir das mal so. Gut. Haben wir der Wilhelmine auch noch was Gutes getan. So, bevor wir mit der U-Bahn wirklich anfangen, wollte ich hier gerade noch zwei kleine Sachen machen. Und zwar erstmal haben wir letztes Mal den Enno eingesetzt hier. Der neue Zug, eine neue Linie. Ich habe dazu den Eduard umgestellt. Der Eduard ging immer hier über alle Haltestellen da hoch bis ganz nach Norden. Und wir haben jetzt hier für ihn eine Endhaltestelle eingerichtet. Und stattdessen den Enno eingesetzt, der jetzt von Faisalabad an Sapporo vorbei, an Guangzhou vorbei und nach oben fährt. Und eigentlich wollte ich aber, dass der in Guangzhou anhält. Ich habe es letztes Mal auch gesagt gehabt. Und dann habe ich mich selber nicht dran gehalten. Ich habe es vergessen. Wir gucken aber nur kurz rein. In Teheran ist die Endhaltestelle. Wir wollen gucken, wo die hinwollen. Na gut, Guangzhou steht jetzt nicht so weit oben. Ich hatte das Gefühl, es. Oh. Fuxinghao. Oh nein, ich habe mir doch jetzt kürzlich erst. Oh nein, ich habe wieder den Shinkansen geholt. Diesen. Ach du meine Güte, so viel neues Zeug. Was war das gerade? Ein Edeka-Zug? Eieiei. Mann, Mist. Der Fuching King Hao. Jetzt komme ich in Verlegenheit. Eigentlich, ich würde den natürlich gerne gleich einsetzen. Als Eberhard hier. Oh, wie das schon klingt. Gut, egal, wir lassen das jetzt mal. Was ist denn jetzt mit Guangzhou? Da wollte doch jemand hin. Ich war ganz sicher, dass da irgendjemand hin will. Nö. Ach so, vielleicht deswegen nicht, weil der Zug im Moment dran vorbeifährt. Gut, ist egal. Also unser Enno, ich weiß nicht, ob wir den gerade mal sehen können hier. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Nein, das ist die falsche Strecke. Sapporo ist ja auch die falsche Haltestelle. Regionalzug Nord, liebe Leute. Das ist unser Enno. Der heißt so, weil es auf seinem Namensschild steht hier. Wie, was? Kannst du nicht ein bisschen schneller fahren? Oh! Oh, oh. Da ist irgendwas im Gange. Hier wird gewartet.
Da fehlt ein Signal, kann das sein? Was ist denn hier los? Da ist ja alles komplett auf den falschen Gleisen. Moment, da müssen wir mal kurz nachgucken. Der Eduard. Eduard, was tust du mir denn an? Der ist hier völlig falsch. Steht er schon länger hier rum? Wo will denn der hin? Nach Lahore? Ach, der ist auf dem falschen Gleis. Der ist auf dem falschen Gleis unterwegs. Ja, stimmt. Als wir letztes Mal diesen Eduard hier von dieser Strecke hier runtergenommen haben, war er wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach Norden und konnte dann einfach nicht mehr zurückkommen, weil er jetzt auf dem falschen Gleis steht. Na, da helfen wir ihm doch kurz. Mein kleiner guter Freund. Also das wollen wir natürlich nicht, dass du jetzt so völlig orientierungslos in der Gegend rumstehst. Was? Warum? Eduard hat keinen Strom. Wirklich? Aha. Ja, okay. Er kriegt's irgendwie hin. Da fährt er schon. Okay, dann stimmt wieder alles hier. Oh Mann, Enno. Mit zwei Leuten. Ich glaube, das ist seine erste Fahrt. Da müssen wir natürlich gucken, wie der sich macht. Im Moment ist er deutlich zu lang. Ich glaube, wir hängen da auch zur Sicherheit mal eben gerade nochmal eine ab. Einen dieser beiden Triebwerken. Ich war da vielleicht ein bisschen zu optimistisch. So, gut, also das passt wieder. Gut, also ich werde ihn auf jeden Fall jetzt in Guangzhou anhalten lassen. Ich hatte den Eindruck, dass die von Teheran hin und wieder dahin wollen. Das ist mehr oder weniger schon Großstadt hier oben. Und ich denke, wir können da einfach anhalten. Die Bahnsteige sind da, die Gleise sind da. Hier hat früher der Eduard angehalten, jetzt hält dann eben der Enno da an. Das ist er hier. Faisalabad. Da kommt eine Zwischenhaltestelle hin. Und auf dem Rückweg genau das gleiche. So. Gut. Schnell erledigt. Dann noch eine Kleinigkeit, die ich auch noch gerade erledigen wollte. Tram. Wir haben eine neue Tram bekommen und wir haben hier immer noch eine Tram, die ziemlich viele Städte verbindet. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie ist. Das ist alles so zusammengewachsen, ich kenne mich selbst nicht mehr aus. Die müsste hier durch Lahore auf jeden Fall durchfahren. Ah ja, da ist sie ja auch. Da ist sie. Komm, sag mal her. Was bist du denn für eine? Fahren die direkt nacheinander? Aha. Sieht ja schon fast modern aus. Die scheinen auch noch ganz gut in Schuss zu sein. Aber gut, gucken wir da mal kurz rein. 100.000 Gewinn. Das ist natürlich nicht so der Hammer. Ui. Hält sich gerade so über Wasser. Ah ja. Gucken wir da mal kurz rein, was die so kann. Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Viel mehr muss die auch nicht können. Das ist ja eigentlich alles Stadtgebiet, wo die durchfährt. Und daher weiß ich gar nicht, ob sich das lohnt, diese Tram zu ersetzen. Aber wir schauen mal kurz, es gab vor einiger Zeit eine neue. Hey, die sieht aber schick aus. Aerodynamisch geformt. 37 Leute passen da rein. Fährt auch ein bisschen schneller. Die Drehgestelle dieser Niederflurstraßenbahn enthalten Fahrmotoren, die sich unterhalb des Bodens befinden. Dadurch wurden breitere Laufstege ermöglicht. Wollen wir das trotzdem einsetzen? Das ist ein bisschen weniger Kapazität, aber dafür mehr Geschwindigkeit. Das kommt mir eigentlich entgegen. Ah ja, komm. Upsi, da ist sie. Ei. Das ist ja ein schickes Geschoss. Sehr schön. Gut. So. Ich habe es versprochen, heute fangen wir mit der U-Bahn an. Die soll hier die ganze Metropolregion noch ein bisschen besser miteinander connecten. Im Moment ist das nicht perfekt gelöst. Ich habe da viel mit Trams rumgemacht. Oh, hier haben wir übrigens auch noch eine. Die könnte tatsächlich Geschwindigkeit gebrauchen. Oh Gott, die ist aber uralt hier. Ja. Ich sag mal nichts. Oh mein Gott. Ja, die kommt noch von Anno dazu mal irgendwo. Schauen wir mal, was die hier so. Ui, aber die macht immerhin Gewinn. Liebe Leute. Wollen wir kurz gucken, wie schnell die fährt. 70 km/h. Aha. Aha, aha. Kapazität 27. Ich würde sagen, die tauschen wir tatsächlich aus. Ebenfalls
Super. Ich glaube, wir müssen jetzt auch so langsam am Ende angekommen sein der Fahrzeugliste. Ich glaube, es kommen noch so ein paar E-Vehikel irgendwie. Die fehlen, glaube ich, jetzt noch, aber ansonsten haben wir eigentlich schon alles durch. Und da können wir uns darauf konzentrieren, die Fahrzeuge, die wir haben, besser zu warten. Oh Gott, das ist schön. Schön gemacht. Gut. Also, unsere Metropolregion. Da muss ich mal eben kurz einen Plan machen. Im Moment ist es so, wir haben hier unseren Eduard. Der fährt von Omsk hier vom Hauptbahnhof über Ranchi dahin. Ist ein bisschen abgelegen. Lässt Phnom Penh liegen, obwohl es eine der größten Städte ist, die ich habe. Mittlerweile, oh, nicht mehr. Ich glaube, wir haben schon größere. Fährt hier weiter da hoch. Und ich würde sagen, mit der U-Bahn... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Wollen wir einen Kreis haben? Ein Kreis mit gegenläufigen Linien da hoch irgendwie über Xian vielleicht noch bis nach Sapporo. Suzhou ist auch nicht, hängt auch nicht am Bahnhof gerade. Der Bahnhof steht hier in der Mitte. Und dann hier irgendwie wieder zurück. Über Phnom Penh und Omsk. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Oh meine Güte, ich will mir gar nicht vorstellen, was das kostet. Alles Tunnel. Alles Tunnel. Also das, glaube ich, könnte ganz cool werden. Und dann schaffen wir es vielleicht mal hier so ein bisschen den Stau abzubauen. Oh man, Taipei geht auch in die Breite. Ist ja unglaublich. Xian könnte jetzt die größte Stadt sein. Mann. Ja, oder die Alternative wäre... Aber ich glaube, das ist keine gute Idee, Sternfahrten zu machen. Dass wir hier eine Linie irgendwie in der Mitte haben, die hier hochgeht. So wie der Eduard eigentlich. Und von dort aus immer wieder eins nach dahin. Eins nach dahin. Nein, das gefällt mir nicht so gut. Liebe Leute, ich glaube, wir versuchen es hier mit so einem komischen schlauchartigen Kreis. Das könnten wir mal versuchen. Und wir machen dann natürlich auch mehr Haltestellen unter die Städte als nur jeweils eine. Als U-Bahn-Mod nutze ich übrigens, oder will ich versuchen, die Underground Station von Enzois. Das probieren wir gleich mal. Und auf Anregung von Igor, der hat sich das mehr oder weniger gewünscht, beziehungsweise ich wusste eh nicht was oder wie, aber er hat es dann gesagt, Siemens C2 Inspiro fährt wohl in München. Das ist dann die U-Bahn, die ich da reinsetzen will. Erst hatte ich gesagt, wir machen da S-Bahn rein, aber warum nicht auch gleich eine U-Bahn, wenn die dafür gedacht ist, von Mark 345. Gut, also ich würde sagen, wir müssen aber erstmal ausprobieren, ob diese U-Bahn-Mod überhaupt funktioniert. Ich habe schon gehört von einigen von euch, dass es nicht immer gut klappt. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Mod, die ich jetzt habe, eine von denen ist, die funktioniert oder eher nicht. Und ob ich damit klarkomme, aber ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Wenn ich sie wieder finde. Da. Underground Station. Und die kann man einfach irgendwo drunter setzen. Wir müssen dann eben nur dafür sorgen... Ein paar Gebäude verschwinden schon. Wir müssen dann eben nur dafür sorgen, dass es auch Eingänge nach oben gibt. Moment mal. Wir gucken gerade erstmal, ob die U-Bahn überhaupt schon verfügbar ist. Dieser Inspiro aktiviert müsste sein. Oh. Fuching Hao. Mann. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht, aber der sieht krass aus. Den wollen wir natürlich dann auch haben. Mensch, ich lasse mich schon wieder ablenken. Das ist unglaublich. Ach, da ist er doch. Meine Güte, ich... Ich habe hier die ganzen blauen Triebwerke hier vor Augen und denke ich die ganze Zeit, das ist russisch, chinesisch, irgendwas Vanilla. Aber das ist ja der hier. Mit Ansage. Siemens C2 Inspiro mit Ansage. In vier Varianten, die für mich wieder mal alle gleich aussehen. Gut. Da passen 234 Menschen rein. Höchstgeschwindigkeit 90 km/h. Gut, also ist verfügbar. Müssen wir also auch ans Depot irgendwie anschließen. Das heißt, wir müssen irgendwie von diesem Depot aus... unter die Erde kommen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen dann auch hier irgendwo in der Nähe an. Lahore, Phnom Penh vielleicht. Eieiei, Mann, das ist schon was Größeres hier. Vielleicht kommen wir von hier aus irgendwie unter die Erde. Gut, wir platzieren erstmal einen Bahnhof. Ich würde sagen, vielleicht hier an die... Das ist halt die Frage, ob ich das jetzt in die Nähe der Bahnhöfe stelle oder eher nicht, um gerade eben nicht die Bahnhöfe zu bedienen, weil die schon bedient werden, theoretisch. Na gut, also wir machen das mal. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, weil keine Ahnung mit U-Bahn. Das ist das erste Mal, aber ich freue mich drauf. So, also wir wollen da auf jeden Fall zwei Gleise drauf haben. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, liebe Leute. Ich habe keine Ahnung.
Es ist halt komisch, das hier zu platzieren und das eigentlich gar nicht zu sehen, was ich hier überhaupt genau mache. Und ich weiß auch nicht, wie man die am besten platziert. Vielleicht unter die Straße, da werden nicht so viele Häuser abgerissen. Wobei mir eh nicht klar ist, warum die abgerissen werden sollten. Irgendwie müssen auch noch Eingänge drauf fahren. Ich speichere jetzt erstmal. Also erkennen kann man es nicht gut. Ich kann mir vorstellen, dass es das ist, was ihr meint. Dass die Gleise ein bisschen fummelig anzusetzen sind, weil hier eben einfach schon alles oben drüber bebaut ist. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an hier. Setzen wir das da mal hin. Mit zwei Gleisen. Wir machen das an die Hauptstraße. Ich habe es mir gerade überlegt. Ich würde sagen, wir machen hier eine hin. Relativ ein Stück im Norden von Lahore. Dann hier irgendwo mitten eine rein irgendwie. Und dann natürlich, ach gut, wir werden sehen. So, da sitzt er. Wie soll ich da jetzt irgendwas platzieren? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, das wird sehr schwierig. Man kann diesen Bahnhof kaum erkennen. Gut, also wir versuchen da jetzt mal Gleise dran zu bekommen. Ah, es geht. Theoretisch gut zu sehen ist es nicht. Da sind die beiden Gleise. Okay, die verlaufen links und rechts neben einer mittleren Plattform. Ist ja eigentlich üblich bei S-Bahnhöfen, glaube ich. Heieiei, okay. Ich werde erstmal versuchen, hier die Verbindung zu machen. Dass da überhaupt Züge draufkommen können. Wir müssen dann irgendwie unter die Erde kommen hier. Ich weiß jetzt nicht, wie tief wir sind. Vielleicht lass es doch erstmal hier. Okay, wir machen jetzt von hier aus weiter. Einfach weil ich nicht weiß, wie tief wir gehen müssen. Was? Eigentlich können wir das direkt dranhängen. Ah, Gebäude werden entfernt. Warum denn? Ah. Ach Gott, 80.000? Das ist ja mal gar nichts. Und ich dachte, ich zahle mich jetzt hier dumm und dämlich wegen der Tunnel. Und, oh je, also, liebe Leute, ich habe jetzt keine Ahnung. Das ist natürlich dann schwierig, weil das hinterher schlecht zu erkennen ist, wo denn diese Fahrzeuge überhaupt unterwegs sind. Man kommt da auch ganz schlecht dran, um das wieder abzureißen. Aber gut, wir machen das einfach mal. Ich wollte es ja so haben. Oh Mann, na gut. Also, da haben wir unser erstes U-Bahn-Gleis. Das machen wir jetzt erstmal weiter Richtung Süden. Und lassen dann einmal eine U-Bahn fahren. Zu gucken, ob das funktioniert, ob da Leute einsteigen. Gut, damit er wenigstens halbwegs Gas geben kann, machen wir das ein Stückchen hier hin. Nahe ans Ortszentrum. So, da wird gedreht. Nein, du sollst nichts abreißen, du Trottel. Wir legen die einfach direkt unter die Straße. Kostet 20.000. Das ist sehr niedlich. Aha, achso, hier ist eine Liste von allen Bahnhöfen, die ich gebaut habe. Okay, und die brauchen natürlich Eingänge. Da gucken wir auch gleich mal hier, ob wir die da noch hinbekommen. Achso, ich denke, solange wir das offen haben. Ah, da ist es wieder, okay. At least an entry in the platform level are needed to finalize an underground station. Ein Eingang und eine Plattform. Gut, also Eingänge habe ich auch schon irgendwo gesehen. Die waren irgendwo da, wo man es nicht vermutet. So, liebe Leute, nachdem ich mir jetzt gerade das Video des Modders angeschaut habe, wie man hier den Eingang platziert, weil das ist echt nicht zu finden, habe ich es jetzt rausgefunden. Und zwar unter Kreuzungen. Hier, unter diesen Kreuzungen, da ist der Eingang. Und den müssen wir jetzt eben setzen. Anscheinend irgendwo, wo es nicht meckert. Also anscheinend kann man das irgendwo daneben setzen oder sowas. Ist, glaube ich, nicht so wichtig, wo das genau hinkommt. Hauptsache, es ist einer da. Also oben drüber kann man es scheinbar nicht setzen. Sondern es müsste schon daneben setzen. Da wird es gehen.
Aha. Gut, ich würde sagen, auf die andere Seite machen wir auch noch einen. Okay. Also rein theoretisch könnte das funktionieren, liebe Leute. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das funktioniert. Wo ist denn jetzt? Achso, hier unten ist der Bahnhof. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich von hier da runter gehen können. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns gleich mal an. Dafür testen wir das Ganze ja so ein bisschen hier. Wir können jetzt hier auch scheinbar draufklicken. Und dann ist es weg. Oh mein Gott. Wo ist er? Wo ist mein Bahnhof hin? Man sieht, er ist doch da. Also natürlich nicht so klug, wenn man den halt einfach nicht sehen kann. Ich hätte gern dieses Schildchen wieder auf der linken Seite. Einfach damit wir den halt auch sehen können. Oh. Oder habe ich den jetzt gelöscht? Habe ich ihn gelöscht? Keine Ahnung, was jetzt passiert hier. Es sieht aus, als würde der gleich verschwinden hier. Ich glaube, das ist an sich eine coole Sache mit dieser Underground Station. Man kann das Ganze auch gebogen machen. Also kann das Ding einfach biegen, eine Biegung reinmachen. Schauen wir gerade mal. Slope? Nein. Radius. Dann ist er also gebogen. Also wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Da können wir wunderschöne Kreise machen. Wenn es dann wirklich alles funktioniert. Ich bin jetzt halt echt nicht sicher, was hier jetzt passiert. Ich bin sehr gespannt, liebe Leute. Ha. Ja, er ist weg. Okay. Habe ich hier gelöscht? Wie kann das... Moment mal. Liebe Leute, wir probieren das jetzt mal ganz kurz hier an einer anderen Stelle aus. Wenn ich irgendwo mal grünes Gras finde. Wir wollen einfach kurz wissen, wie das aussieht, ohne dass da 1000 Häuser oben drüber stehen. So. Also hier kann ich jetzt gerade nicht draufklicken, weil wohl ein Eingang fehlt. Da gucken wir jetzt gerade mal nach. Können wir theoretisch überall dahin stellen. Zu weit weg ist anscheinend nirgends. Was passiert jetzt hier? Ach so, click on the finalize button on the left to link all platforms and entries. Bei mir hat es nicht gelinkt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Also hier ist sie jedenfalls. Aha. Also sieht auf jeden Fall ganz anders aus. Das scheint alles zu funktionieren hier. Okay. Ah, da ist auch dieses Fenster wieder. Gut, dann geben wir der Sache wieder eine Chance. In der Hoffnung, dass ich das wieder finde, wo das hier war. Ich glaube, wir folgen den Bahngleisen. Da. Ach, da ist er. Da ist er doch. Da ist doch wieder alles hier. Aber ich komme nicht drauf. Für mich ist der Bahnhof irgendwie weg. Keine Ahnung, also er ist irgendwie weg. Irgendwie ist hier nicht das passiert, was hätte passieren sollen. Liebe Leute, ich lade neu. Ich habe das ja vorher gespeichert. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Anscheinend ist die Bahn jetzt noch da, die schöne Station. Und ich habe keine Ahnung, was da jetzt falsch gewesen ist. Ach so. Kann es sein, dass ich jetzt hier... Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, wir müssen einen Bahnhof nach dem anderen bauen und dann finalisieren und dann zählt er als einen Bahnhof. Ich habe ja dann noch einen zweiten Bahnhof gebaut. Wo war der jetzt hier? Gott, ich finde den nicht mehr. Phnom Penh irgendwo. Ach da, hier kann man draufklicken. Da ist er. Da ist er, ja, da ist er. Hilfe. So rum gehört das hier. Ja, ich hatte den zweiten gebaut und beides hat dann wohl zusammen als eine U-Bahn-Station gezählt. Und die befindet sich dann also, keine Ahnung, vielleicht war hier das Symbol irgendwie in der Mitte. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Also ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Wir reißen das erstmal wieder ab. Gut. Und dann kümmern wir uns nach und nach um jede einzelne. Wir können die auch später wieder ändern, aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, eine fertig zu bauen.
Also als ihr geschrieben habt, das wäre ein bisschen fummelig, liebe Leute, habe ich gedacht, ja, das an den Bahnhof ranzusetzen, das ist ein bisschen fummelig, aber im Moment kriege ich es einfach kaum hin, die Gleise überhaupt irgendwie in den Boden zu setzen, ohne ja alles abzureißen, also. Und das muss sitzen beim Erstmal, weil danach kann man sich schlecht abreißen. Liebe Leute, ich lade noch einmal. Liebe Leute, ich versuche jetzt Folgendes. Ich habe gerade neu geladen und ich werde diesen Bahnhof einfach ein bisschen tiefer setzen. Vielleicht kriegen wir dann das Problem weg, dass immer irgendwelche Häuser abgerissen werden sollen. Also das ist die übliche Tiefe. Wir gehen jetzt mal 1, 2... 8 Schritte. Ich weiß nicht, warum, wie ich jetzt auf 8 komme. Wir gehen jetzt mal 8 Schritte nach unten. Und dann schauen wir mal. Ich versuche das jetzt, das ist mein letzter Versuch. Und danach, wenn es nicht klappt, dann keine Ahnung. Dann lassen wir das, glaube ich. Das ist mir, glaube ich, zu zeitaufwendig hier. Da sitzen wir ewig dran und ich werde jede Menge Häuser abreißen müssen. Ich weiß nicht, ob das wirklich das wert ist. Da spiele ich lieber die Karte normal weiter und vielleicht gegen Ende würde ich es dann nochmal probieren. Aber es gibt auch so noch genügend zu tun. Gut, hier schauen wir rein. Es fehlen noch Eingänge. So, machen wir 3 Eingänge, schließen das hier ab. Und dann müsste die andere Haltestelle eigentlich auch 8 Schritte nach unten setzen. Wobei die war, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das Problem hier. Vielleicht klappt es auch so. Da, gerade habe ich das Gleis gesehen, wow. Du sollst im Boden verschwinden, du dummes Ding. Okay, also das passt ganz gut. Vielleicht kriegen wir das jetzt auch hier hin. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir tiefer im Boden sind. Dann ist das vielleicht nicht so ein Problem. Hier kommen wir sogar an das Gleis ran. Aha, ich bin ja begeistert, liebe Leute. Wenn wir am Gleis dran sind, dann ist alles nicht so schlimm. Fummelig ist gar kein Ausdruck hier. Gut, also da kommen wir schon zum Bahnhof hin. Nicht. Ja, da will er nicht. Da kollidiert er, warum auch immer. Vielleicht, weil der Bahnhof zu hoch sitzt oder was auch immer. Ich versuche hier, das nochmal abzureißen. Jetzt geht's. Gut, den Bahnhof reiße ich auch nochmal ab. Ich setze ihn tatsächlich ein bisschen tiefer. So. Ich bin ein bisschen besorgt. Man kann hier irgendwie reingucken. Ich hoffe, das verschwindet dann. Gut, schließe den auch mal ab. Okay, das verschwindet. Puh. Gut, da gucken wir, ob wir hier diese Gleisenden wieder erwischen können. Lass wir die Autos auch mal weiterfahren hier. Aha, das passt. Also ich glaube, es war eine gute Idee, ein bisschen in den Keller zu gehen. Okay. Okay, es passt. Wir können jetzt hier unsere erste U-Bahn einsetzen. Dafür brauchen wir natürlich Weichen. Die mache ich mal gerade dahin, wo man sie später besser wieder entfernen kann. Sieht zwar grauenhaft aus dann, aber gut, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Das machen wir hier auch noch. Hier.
Gut, ob wir das jemals wieder wegbekommen, keine Ahnung. Gut, also rein theoretisch... Oh Gott, und das soll ich jetzt noch Signale hinsetzen? Rein theoretisch funktioniert das. Ah ja, es funktioniert. Oh mein Gott. Ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn ich hier mal irgendwas entfernen muss. Jetzt weiter. Okay, also jetzt sind wir soweit. Jetzt wollen wir da natürlich auch noch eine Linie draufsetzen. Beziehungsweise einen Zug. Heilige Güte, das war schon echt aufwendig hier. Und wenn das funktioniert, dann bin ich sehr glücklich. So. U1. Sehr einfallsreich. Machen wir mal schick rot, dass ich so gut sehen kann. Ja, so mäßig gut. Okay, also das ist eine kurze Strecke. Wir wollen da jetzt testweise mal eine U-Bahn draufsetzen. Eine Testfahrt machen sozusagen. Wo haben wir sie da? Da ist er ja. Mit Ansage. Ja, wir wollen die Ansage auf jeden Fall haben. Gut. So, da haben wir's. Kann nicht gefunden werden. Warum denn? Ich habe doch hier die Gleise gemacht. Oh, ist sich angeschlossen. Stimmt, ich habe den Bahnhof neu gebaut. Richtig, richtig, da war ja was. So, jetzt müsste das gehen. Komm mal her, kleiner Inspiro. Aha. Er summt auf jeden Fall. Wie so ein Hornissenschwarm. Hey, der sieht aber schick aus. Glänzt. Und blitzt. Genießt die letzten Sonnenstrahlen, bevor er für immer und ewig in der Dunkelheit verschwindet. Ah, ist also auch sinnvoll, kurze Liniennamen zu vergeben. U1. Sonst würde das komisch aussehen. Oh Mann, der glänzt ja. Schande, liebe Leute. Okay, da gehen wir mal eben rein. Aha, wir sind der Zugführer hier. Bisschen dramatisch ist er da mit seiner Hand oben. Oh. Ach, Doppeltracks haben wir hier gemacht. Ich trottel. Uiuiui, das sieht aber schön aus. Oh, liebe Leute, das ist ja der Hammer. Das ist ja der Wahnsinn. Da geht es jetzt in den Tunnel rein. Also, es hat den Aufwand jetzt schon gelohnt. Oh, ich bin begeistert. Das ist ja toll gemacht. Au! Oh, ist der tot? Ah, er lebt noch. Sehr schön. Okay, ich bin begeistert. Jetzt müsste auch gleich schon der erste Halt kommen. Oh mein Gott, ich bin unter die Welt gefallen. Ah, stopp! Halt! Nein! Was ist hier los? Okay, das war aber so nichts. Ich wollte natürlich gucken, wie wir in den Bahnhof da einfahren. Ey, der sieht aber schick aus. Okay, der fährt jetzt da durch. Sieht aber wirklich super schick aus. Wir können die Fliesen auch alle anpassen. Gut, das funktioniert also an sich. Unsere erste U-Bahn. Oh, toll. Nein, guckt euch das an. Da oben steht sogar der Fahrplan. Phnom Penh, Lahore. Mensch, das ist ja der Wahnsinn. Ich bin ja begeistert, liebe Leute. Toll gemacht. Super. Was jetzt so interessieren würde, wäre natürlich, ob da auch Leute einsteigen. Ja, keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, das müsste erst beobachten mit der Zeit, ob die Leute das nutzen. Oder ob da noch irgendeine Verbindung fehlt. Das müsste eigentlich klappen. Wenn da drauf geht, sieht man es. Ja, es ist verbunden. Theoretisch müsste das klappen. Ist noch keiner da? Okay, also ich bin jetzt durchaus auf jeden Fall begeistert. Liebe Leute, zwei Dinge gibt es zu beachten.
als kleine Zusammenfassung nochmal. Ihr solltet die weiter nach unten stellen. Wenn ihr unter der Stadt baut, dann habt ihr weniger Probleme, hinter Gleise da von den Haltestellen wegzulegen. Ich habe jetzt mal einfach 8 Schritte nach unten gemacht mit Komma. Und das nächste ist, ihr findet die Eingänge zu den U-Bahnen hier unter den Kreiseln. Und das war es eigentlich schon. Ja, liebe Leute, das war der Anfang, the beginning of U-Bahn. Wir werden sehen, ob das nächste Mal weitergeht. Aber ich bin schon mal relativ begeistert, es sieht wirklich cool aus. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, euch gefällt, was ich mache. Lasst mir ein Like da, kommentiert sehr gern. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.